Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 2. Letztes Mal haben wir Thane geholfen und seinem Sohn. Jetzt wollen wir Garrus helfen, den Typen zu finden, der alle seine Kumpanen verraten hat. Oh, mit dem mussten wir reden. Was wollen Sie? Ich habe mit einem der Hausmeister des Präsidiums gesprochen. Er hat gesagt, in den Seen dort gibt es keine Fische. Was? Habe ich doch gesagt. Wozu dann das viele Wasser, wenn man darin nichts Essbares unterbringt? Ich verstehe diese Aliens wirklich nicht. Danke, dass Sie es ihm gesagt haben. Er hat den ganzen Tag von nichts anderem geredet. Gott, mehr Erfahrung. Oh, nochmal 1000 Credits dafür, dass wir ihn anscheinend zum Schweigen gebracht haben. Ich will gerade überlegen. Wo muss ich noch mal hin? hier befindet sich Explosion der Darkstar. Wie noch mal zur Sicherheit? Ich muss noch mal hier mit dem mit Bailey reden. Wo war der? Ja? Ich suche hier einen Fälscher. Ja, den kenne ich. Zumindest diesen Namen. Wo finden wir ihn? Wenn ich das wüsste, wäre er längst... Auf dem Marktplatz gibt es ein Lagerhaus. Dort arbeiten einige von Fates Kontakten. Denen könnten Sie ein paar Fragen stellen. Ganz behutsam. Ich muss jetzt gehen. Gut. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie noch was brauchen. Das heißt, was jetzt war Max Lagerhaus? Da. Also da lang. Zumindest hoffe ich das, weil wir müssten jetzt... Oh? Ich wäre eigentlich, für runter. Aber... Hey? Doch, wir müssen doch eigentlich runter. Weil hier ist, der Darkstar. Hier ist das Darkstar. Boah, die Karte ist verwirrend. Rapid Transit. Lagerhaus. Ha. Ich wünschte, es gäbe noch schöne Rollenspiele, so wie früher. Heute geht's nur noch um große Entscheidungen und brutale Kämpfe. Also letzteres bin ich auch noch für. Lagerhaus, genau. Dann wollen wir... Hier müsste es sein. Hören Sie, ich habe lange für diese Rückerstattung kämpfen müssen. Es geht um einen Universal. Fate? Sie sehen ganz anders aus, als ich Sie mir vorgestellt habe. Der Schein kann trügen. Also, wer von Ihnen würde gerne von der Bildfläche verschwinden? Mir wäre es lieber, wenn Sie jemanden wieder zum Vorschein bringen könnten. Ah, diese Dienstleistung haben wir nicht im Programm. Machen Sie eine Ausnahme. Nur dieses eine Mal. Verdammt, schnell! Erschießt sie! Erschießt sie! Ihr begriffsstutzigen Riesen! Warum schleichen Sie beide nicht woanders rum? Warum hat der Thane gerade keine Waffe? Ist das alles? Dafür werdet ihr nicht bezahlt! Wozu heuert man Beschützer an, wenn die einen nicht beschützen? Wir suchen jemanden. Einen Klienten von Ihnen. Nicht von mir. Ich bin nicht Fade. Ich arbeite nur für ihn. Irgendwie. Ich wusste es. Dann sollten Sie uns jetzt sagen, wo wir ihn finden. Ja, natürlich. Er ist im Industriegebiet. In der alten provisorischen Gießerei. Ich weiß, wo das ist. Er hat da jede Menge Söldner. Blues Hans. Harkin glaubt, dass sie ihn beschützen. Harkin? Was haben die Blue Suns damit zu tun?
Sie nutzen seine Verbindung, damit ihre Leute Unternehmen und Organisationen hier auf der Citadel infiltrieren können. Mistkerl. Er benutzt Zielsicherheit, um diesem Abschaum zu helfen. Nein, nein, nein. Naja, nicht wirklich. C-Sicherheit hat ihn vor einiger Zeit gefeuert. Aber er kennt natürlich das System. Interessant, aber das ändert nichts. Wir müssen ihn trotzdem finden, bevor wir uns um Sidonis kümmern können. Nun, ja, dann los. Werden wir Haken mal einen Besuch abstatten. Wir müssen zur Transitstation. Von dort kann ich uns zu ihm bringen. Dann kann ich... also gehen? Sicher. Aber wenn wir Hake nicht finden, kommen wir wieder zu Ihnen. Oh. Gut. Ein Taxi rufen. Dann gehen wir wohl mal ein Taxi rufen. Und hören wir auf, in die Tür zu laufen. Ich habe gerade auf dem Bezirksmarkt mit ihm gesprochen. Er schickt... Klappe. Industriegebiet. Dann wollen wir mal Garrus helfen. Kann ja nicht so schwer werden, oder? Ich meine, Thane war auch unkompliziert, oder? Ihnen den Gefallen zu tun. Ich werde hier schon wieder leicht unterbrochen. So ganz leicht. Shepard? Geht nicht rum! Haltet sie auf! Haltet sie auf! Laufen Sie ruhig davon, Haken. Wir finden Sie schon. Amonkira offenbart sie. Vorsicht! Warst du nicht gerade noch in Deckung? Keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe. Also, das ist nämlich nicht Ziel. Das ist schon eher. Ein Medikit. So. Einen ausgeschaltet. Also ich mag die Zersplitternfähigkeit ja, ne? Also. Einer der einzigen Fähigkeiten, die ich selbst noch nicht mag. Die Kombos, die ich immer gemacht habe, als ich Psione, so also Psionic genommen habe mit Shepard, war ja meist schweben und dann erstmal mit Feuerball rein. Das war immer die leichteste und die schnellste Lösung. Zack, zack, war der Gegner weg. Einfach rumlaufen, das war Spaß. Abfall? Doch irgendwo Abfall gelesen. Da. 600 Credits im Abfall gefunden. Freunde kämpfen, erstmal Müll wühlen. Die haben Garrus erwischt, bitte was? Warum haben sie es so schlecht gemacht? Warum können sie nicht einfach dieses normale Shutdown, dieses genommen haben? Okay. Warum haben sie es nicht einfach genommen?
Also warum mussten sie dieses merkwürdige Ausfallding da nehmen? Muss irgendwo da drin sein. Ich rieche ihn schon. Also ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass deine Nase deutlich besser ist als die von einem Menschen. Aber was? Du riechst ihn schon? Langsam frage ich mich, wer hier das Monster angeschleppt hat. Finde ich hier so wenig Credits. Ich glaube, es ist mir beim letzten Mal, als ich die Mission gemacht habe, schon mal aufgefallen. Einfach diese niedrige Anzahl an Credits. Du findest normalerweise überall sehr viele Credits. Nur in der Mission nicht. Ich wollte schon längst geschossen haben. Er wollte nicht. Ich habe schon längst auf Feuern gedrückt. Hat er nicht gemacht. Das ist jetzt eine ziemlich doofe Situation gewesen. Auch noch eine sehr leichte Situation, wo ich draufgegangen bin. Stellst du dich wieder so ein bisschen doof hin, oder? Ein bisschen sehr doof, so häufig wie du drauf gehst. Hm, hier ist nichts. Auch nichts. Ich bin dabei. Tja, Los Hans, wir kämpfen gegen Turianer. Ich mach so, so wollte ich machen. Was macht er? Er geht gerade nach oben. Wieso? Ich mag diese Duckenmechanik hier in dem Spiel nicht. Das Einzige, womit ich nicht umgehen kann, gefühlt. Die Deckengehmechanik. Ah, oder so wichtig. Wenn wir einmal was in Ruhe machen hier. Super. Jetzt geht das nicht mehr. Es ist doch... Da will man nur einmal... Verstehst du gar nicht. Feinde! Einer gefallen. Zum Ort. Alles klar. Unterwegs. Zeig dich. Könnt ihr jetzt bitte das Nervenrauschen einmal einstellen? Weil ich würde doch sehr gerne jetzt versuchen, diesen Laptop zu hacken, ohne direkt wieder was in den Schädel zu kriegen.
Zum Glück kommen wir näher. Zeig dich. Liegen unter dir. Also, man muss es das machen. So muss es sein. Gar nicht zielen, also. Ich kann so zielen und dann. Schadet ja nie. Mal gucken, was wir finden. Schwerer Mech über uns. Vorsicht! Über uns? Was ist da drin, oder? Ne, jetzt ist er da unten. Du das? 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 Musstest du gerade aufstehen, Shepard? In allen Momenten, wo du das hättest machen können, musstest du jetzt natürlich aufstehen. Das ist. Genau dann, wenn ich ziele. Das ist ja nicht so, als wäre ich schon so ungenau genug. Brauchst du das auch noch? Nicht auch noch verzerrt hier. Ich hoffe es. Ich würde es nicht gut finden, wenn es doch nicht so wäre. Ist da. Was zum Teufel hat Harkin vor? Natürlich. Sie haben mit Harkin bei der C-Sicherheit zusammengearbeitet? Ja, er war früher auch schon eine ziemliche Nervensäge. Aber ich bin nicht in Stimmung für seine Spielchen. Wenn er nicht kooperiert, werde ich ihn halbtot prügeln. Sie scheinen immer angespannter zu werden, Garrus. Harkin weiß vielleicht, warum Sidonis sich absetzen wollte. Falls das stimmt, weiß er, warum wir hier sind. Und ich will nicht, dass er Sidonis einen Tipp gibt. Haben Sie das gesehen? Ich hab was gesehen. Er bereitet sich auf uns vor. Was werden Sie tun, wenn Harkin die Kooperation verweigert? Er ist jetzt ein richtiger Verbrecher. Er arbeitet für die Blue Suns. Ich sollte ihn einfach ohne Vorwarnung abknallen. Aber ich brauche ihn lebend, also werde ich ihm keine bleibenden Schäden zufügen. Nur ein bisschen, um seine Zunge zu lösen. Sie müssen ihm nicht wehtun, um zu kriegen, was Sie wollen. Keine Sorge, Harkin ist ein Feigling. Er wird alles sagen, bevor ich ihm wirklich wehtun kann. Was glauben Sie, was Harkin da drin für uns vorbereitet hat? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Industriekomplex. Schweres Gerät. Könnte alles Mögliche sein. Irgendwas ist da drin. Vermutlich noch mehr Blue Suns. Harkin hat sich irgendwie selbst in die Enge getrieben. Er hat bestimmt noch ein Ass im Ärmel. Was werden Sie tun, wenn Harkin die Kooperation verweigert? Er ist jetzt ein richtiger Verbrecher. Er arbeitet, aber ich brauche ihn schon lebend. Also werde ich ihm keine bleibenden Schäden zufügen. Bin direkt hinter ihm. Verwendung für IDs finden. Die Wandsafe umgehen, von der ich ein paar Schritte weg bin.
noch mal ein bisschen mehr Credits kriegen. Da muss das Terminal hängen. So. Was das wohl ist? Präzisionsgewehrschaden, Forschung freigeschaltet. Naja, aber ich würde sagen, dass das für die Folge war. Das nächste Mal werden wir in die Lagerhalle vorgehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.